haben wir gerade gesehen von Sebastian Metz, der Abschlussfilm, sein Abschlussfilm von der Filmakademie in Baden-Württemberg. Sehr gelungen, ein Dokumentarfilm, der die Geschichte erzählt eines Ortes im Südural, der auch Opfer, sage ich jetzt mal, einer Reaktorkatastrophe geworden ist, wie in Tschernobyl, nur viel weniger bekannt, eigentlich gar nicht bekannt. Ich hatte davon vorher noch nie etwas gehört, das ist schon in den 50er Jahren passiert. Und er hat zusammen mit einer Kollegin dort die Menschen besucht, heute, wie sie dort leben und wie sie mit den Folgen der Katastrophe leben, über die eigentlich keiner sprechen will. Sebastian Metz ist jetzt hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch für diesen sehr, sehr gelungenen Film. Dokumentarfilm ganz in Schwarz-Weiß gehalten. Erstmal die ganz naheliegende Frage: Bist du auf dieses Thema gekommen durch Fukushima und durch dieses Atomthema, was jetzt in den letzten Jahren wieder aufkam? Ja, in der Tat war das so. Ich weiß noch ganz genau, im März 2011, als das passiert ist in Japan, da habe ich mich selber gerade in so einer Phase befunden, wo ich langsam mein Diplomthema finden musste. Und ich bin nahtlos vom dritten Jahr an der Filmakademie ins vierte gegangen, ohne Urlaubsjahr. Und irgendwie hatte ich keine Ideen, ich hatte keine Inspiration. Ich war auch so ein bisschen am Anschlag einfach und dachte, ich bräuchte eigentlich mal eine Pause. Und plötzlich passiert da was in Japan, was so viel Ängste auch hierzulande auslöst. Und das fand ich filmisch auch vor allem deswegen interessant, weil es dort um etwas geht, was nicht sichtbar ist, was nicht fühlbar ist, und wir beim Film natürlich irgendwie versuchen, immer ganz konkret Dinge fühlbar zu machen, zu zeigen mit Bild und Ton, und wie ich das machen kann, das war sozusagen der Grundansatz. Und genau, dieser Dreh in Japan ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, als ich zurückkam, habe ich dann weiter recherchiert und wollte einfach wissen, welche Katastrophen gab es, welche Vergleiche gibt es. Und dann bin ich relativ schnell auf Mayak eigentlich gestoßen. Es ist nicht so, dass das gänzlich unbekannt ist, aber es ist irgendwie nicht, es hat es nie in die größere Öffentlichkeit geschafft. Und insofern fand ich das unglaublich interessant und habe mich gleichzeitig auch gewundert, dass man darüber nicht spricht, dass gerade im Zusammenhang mit Fukushima immer der Vergleich zu Tschernobyl, aber nie Mayak oder der Südural als Vergleich hergezogen wurde. Insofern war für mich ganz schnell klar, dass ich da weitergehen möchte, dass ich da hin möchte und das auch mal mache. Das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Wie habt ihr denn überhaupt die Menschen dort gefunden? Seid ihr einfach hingefahren? Also deine Kollegin, die Dolmetscherin und die auch Regieassistentin war, die eben auch Russisch spricht, habt ihr da schon Kontakte gehabt oder seid ihr wirklich einfach hingefahren und habt geguckt, wen ihr trefft, mit wem ihr reden könnt? Wir hatten einen Kontakt im Vorfeld gemacht. Das ist der Großmann, der ist im Ort so ein bisschen das Sprachrohr für die Leute. Der setzt sich für die Leute ein, der versucht, die Lage vor Ort zu verbessern. Der ist so ein auch aktivistisch geprägt, und der war unsere erste Anlaufstelle. Und aber alle anderen Gesprächspartner im Film haben wir einfach vor Ort sozusagen für uns gewonnen. Dadurch, dass wir in den Ort gefahren sind, dass wir dort geblieben sind, dass wir vor allen Dingen lange dort geblieben sind, dass sie irgendwann gemerkt haben, okay, die hauen nicht nach einem oder zwei Tagen wieder ab, sondern die bleiben hier. Das ist schon mal ein Unterschied. Du hast ja auch gesagt, es war ein bisschen schwierig, das Vertrauen zu gewinnen, weil schon oft Fernsehteams da waren, die dann aber so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen haben. Habt ihr bei den Menschen selbst dort gelebt? Nicht immer. Also unser Hauptwohnort war Tscheljabinsk. Das ist eine relativ große Stadt, anderthalb Autostunden entfernt von Ustimogo. Und dort haben wir in einer privaten Wohnung gewohnt, die wir gemietet haben. Und wir sind dann eigentlich immer in das Dorf gefahren, jeden Morgen und Abend. Aber dann war es tatsächlich auch so, dass wir irgendwann, nach ein paar Wochen, haben wir dann dort auch mal übernachtet. Nur man kann sich ja nicht selbst einladen, und die Leute haben auch ganz, ganz wenig Raum. Also gerade in diesem neuen Dorf, in diesem neuen Muslumowo, wurden die Häuser halt relativ billig hochgezogen. Das sind ganz, ganz kleine Häuser, und die leben da teilweise zu 5 zu 6 auf sehr, sehr kleinem Raum. Und da kann man dann sozusagen auch nicht noch dort mit wohnen. Aber bei der Gulchara, das ist die Frau, die den Unfall als Kind erlebt hat, die am Anfang des Films, bei der haben wir auch mal 2 Nächte gewohnt, und die hat auch eine Sauna. Die haben alle so eine Sauna auch im Dorf, um die Radioaktivität auch auszuschwitzen, und da waren wir dann auch drin, und die hat auch den Wodka auf den Tisch gestellt. Okay. Also es war eine sehr, sehr schöne Situation auch dort. Ja. Ich würde gerne nochmal zur Bildsprache kommen. Also der Film ist in Schwarz-Weiß, das ist das eine. Das finde ich schon sehr stark, weil das intensiviert natürlich auch nochmal diese Gesichter. Viele sind ja schon ältere Menschen, da ist ganz viel in diese Gesichter reingeschrieben, wenn wir die in Großaufnahmen sehen. Du hast dich auch dafür entschieden,
sehr, ich sage mal, zentristische Bilder zu wählen. Also du bist immer sehr in der Totalen und wir haben fast so ein Fadenkreuz, was durch jedes Bild durchgehen kann, alles sehr in die Mitte gerückt. Wie kommt es dazu? Warum hast du dich dazu entschieden? Also ich würde mal behaupten, zum einen ist es ein bisschen einfach mein persönlicher Geschmack. Ich mag Bilder, von denen man das Gefühl hat, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er ein Bild einrichtet, was zeigt er, was nicht. Und ich mag es sehr gern, wenn ich was vorgegeben kriege. Also wenn ich sozusagen in einen Raum reingehe und ich habe die Kamera und ich suche mir ein Bild, was für mich einfach diesen Raum oder das Gefühl dieses Ortes am besten repräsentiert. Und das kann man meiner Meinung nach besser, wenn man sich für ein Bild entscheidet und dieses auch dann ein bisschen länger stehen lässt und es Sachen gibt, die man entdecken kann, als wenn ich jetzt Sachen irgendwie aus der Hand abschränken will. Also für mich braucht die bewegte Kamera immer eine Rechtfertigung. Nur weil ich Dokumentarfilme mache und es oft als dokumentarisches Mittel benutzt wird, dass man in Bewegung hat, um möglich authentisch zu sein, muss ich das nicht in dem Film machen. Ja, aber also in dem Film fand ich es sehr, sehr spannend, diese Bildsprache eben gerade, weil es ja eben dokumentarisch ist. Eine Frage noch, wir sehen die Menschen, die sprechen, nie im On, während sie sprechen. Also du hast dich dafür entschieden, alles aus dem Off kommen zu lassen. Warum? Ich habe alles im On gedreht. Also es ist nicht so, dass es nur Tonaufnahmen waren. Und ich habe deswegen alles im On gedreht, weil mein letzter Film auch schon komplett im Off war. Und ein Kurzfilm davor, den ich gemacht hatte, der arbeitete auch mit einer Tonebene, die es aber nur als Ton gab und du siehst was anderes im Bild. Also insofern kann man sagen, dass ich so ein bisschen so ein Fetisch für Off entwickelt habe. Ja. So. In diesem Zusammenhang war es für mich, oder ist es dazu gekommen, was die Katharina erzählt hat, die Katharin, dadurch, dass wir die Übersetzung am Anfang nicht hatten, haben wir nur mit Bildern gearbeitet, ohne verbale Strukturen. Und allein dieser Schnitt war für mich schon so stark, hat so gut funktioniert, weil du irgendwie versucht hast, etwas sichtbar zu machen, was nicht visualisierbar ist. Und dann haben wir plötzlich diese Interviews eingebaut im On und haben gemerkt, dass diese Interviewsituation, also so wie wir sie jetzt führen, dass das plötzlich so einen journalistischen, so einen ganz trockenen... Es reißt halt die Leute raus, oder? Aber es hat auf jeden Fall diese Stimmung, die der Film jetzt hat, hat es kaputt gemacht. Ja. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass was du hörst, siehst du, wenn du im On etwas zeigst. Du siehst den Menschen sitzen und du siehst ihn sprechen und du hörst das 1:1. Und da entsteht bei mir nicht so viel, wie wenn ich jemanden höre und ich sehe aber ein anderes Bild, was aber irgendwie in Beziehung mit dem, was man hört, gebracht wird. Und dazwischen entsteht auch was. Und das finde ich total spannend, weil das muss ich so ein bisschen füllen, diese Kluft dazwischen. Und deswegen, das ist der Versuch zu erklären, wieso ich mich immer zum Off hingezogen fühle. Weil ich mir geschworen hatte, diesmal mache ich ein On, aber nein, das ist wieder. Aber ich finde es sehr schön, weil ganz oft ja gepredigt wird, es muss so viel im On sein und ich liebe solche Off-Texte. Ich finde, man gibt dem Zuschauer auch einfach den Raum, sich selber noch was vorzustellen. Also ich habe auch noch was zu tun, mir wird nicht alles einfach nur hingelegt als Zuschauer, insofern finde ich das super. Viele Menschen werden noch die Gelegenheit haben, diesen Film zu sehen. Er ist noch auf einigen Filmfestivals zu sehen, in diesem und im nächsten Jahr wahrscheinlich und vielleicht auch im Fernsehen irgendwann mal. Das würde ich mir natürlich, also natürlich würde ich mir total wünschen, dass dieser Film im Fernsehen laufen wird. Also, das Thema ist es auf jeden Fall wert. Ja, das Thema ist es wert und ich behaupte auch die Filmsprache. Ich fände es auch total spannend, wenn dieser Film im Fernsehen laufen würde. Ich habe schon Feedback bekommen von jemandem, der einen Programmplatz hat, der sagte, toller Film, nur schwer sendbar. Und das finde ich unglaublich traurig, das macht mich wirklich traurig, dass selbst so ein Film nicht sendbar ist für 1 Uhr nachts oder so. Okay, das... Bleibt dran, ich würde sagen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Alle, die den Film Metamorphosen sehen wollen, werden sicherlich noch die Gelegenheit bekommen.